Leute, ich habe mir jetzt gerade echt den Kopf zerrissen, ob ich dieses Video bringen sollte oder nicht. Denn hier, bei diesem Video, wird wirklich die wahre Dummheit der Menschheit einfach aufgezeigt. Deswegen, schnallt euch an. Da die letzten Witze von euch so unfassbar flach waren, dachte ich mir, wir legen mal heute eine kleine Pause ein. Ich erzähle euch keinen Witz, weil das, was von euch dort teilweise geschrieben wurde, ist absolut los. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal rein mit dem Thema. Für die Leute, die es noch nicht wussten, Chevy Performance ist vor einiger Zeit mit 142 km/h durch die Ortschaft gebrettert und hat das Ganze gefilmt. Ich habe dazu eine kleine Kritik veröffentlicht, indem ich gesagt habe, dass es einfach gar nicht geht, was er dort macht, auch mit der Vorbildsfunktion und so weiter und so fort. Und genau auf dieses Video beziehen sich auch jetzt die Kommentare, also eigentlich nur darauf, dass ich kritisiert habe, dass er viel zu schnell innerorts gefahren ist. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem ersten Kommentar. Wenn du kein Tuner bist, dann verstehst du das nicht. Das ist Freiheit. Er kann das Auto mit 140 so kontrollieren wie du mit 50. Bitte versucht nachzudenken. Ach so, stimmt. Ich wusste natürlich nicht, dass die Reaktionszeit bei JB Performance und mir komplett unterschiedlich sind. Da musst du mir wirklich mal erklären, wie der Anhalteweg halt gleich sein kann, wenn ich mit 50 km/h fahre und er mit 142 km/h fährt. Ergibt allein schon von der Logik her gar keinen Sinn. Also da hat mal wieder jemand komplett Ahnung studiert. Und 142 km/h innerorts ist Freiheit? Also sorry, wenn das für dich Freiheit ist, dann kannst du das auf einer Rennstrecke probieren, aber das musst du doch nicht innerorts machen, wo auch noch ein Fußgängerüberweg zu sehen ist. Also ziemlich lost. Leute, komm mal auf den Boden zurück. JP hat für uns Videos gemacht. Jetzt macht ihr so einen Stress. Die Videos sind und waren für uns. Sorry, Leute. Stimmt, wenn man ein Leben in Kauf nimmt, dann hat es ja wenigstens noch einen Sinn gehabt, denn die Videos, die waren ja alle für uns. Du tust so, als wäre er in einer Fußgängerzone so schnell gefahren. Bleib auf dem Boden, Jesus Christ. Natürlich muss man ihn bestrafen, aber es war gefühlt im Industriegebiet. Halleluja. Ach, diese gläubigen Kommentare, das sind doch aber die schönsten, oder? Also vor allem habe ich selber gesagt, dass es innerorts war und habe noch nicht mal ansatzweise den Anschein gemacht, dass es irgendwie eine Fußgängerzone gewesen sein könnte und das dementsprechend so schlimm ist. Ich finde, 92 km/h ist, selbst wenn es eine 30er-Zone ist und der mit 120 km/h durchfährt, finde ich genauso schlimm wie das, was er mit 50 km/h gemacht hat. Dementsprechend ergibt der Kommentar allein schon so gar keinen Sinn. By the way, kann es zwar sein, dass dort direkt in der Nähe ein Industriegebiet ist, habe ich auch gar kein Problem mit, aber ich meine, dort war eine Bushaltestelle, dort war eine ziemlich enge Straße und dazu war auch noch ein Fußgängerüberweg, wo er mit 142 km/h drüber gebrettert ist. Also auf jeden Fall ist das nicht gefährlich, stimmt, da hat er auf jeden Fall recht. Das war ein Schnittfehler. Ich würde dich mal sehen, wenn du so einen Boliden vorführst, dass du nur 50 fährst. Er wollte ja nur zeigen, wie brutal der Taycan ist. Aber wie man sagt, hätte Fahrradkette. Oh stimmt, dass er plötzlich auf der Geschwindigkeitsanzeige 142 km/h stehen hat, das muss auf jeden Fall ein Schnittfehler sein. Nein, das stimmt auf jeden Fall. Oder am besten, er hat bei Adobe After Effects so eine 142 ganz professionell eingefügt, damit er seine Community schön verwirren kann. Das kann natürlich auch noch sein. Das ist eine gute Logik. Außerdem sollte man mit jedem Auto 50 km/h kontrolliert fahren können. Genauso auch 20 km/h. Ich meine, sonst bist du einfach zu unfähig, ein Auto zu führen, wenn du es nicht schaffst. Ich meine, mein Skoda Fabia ist auch ein absolutes Biest. Wenn ich dort aufs Gas drückt, bin ich fast bei einer 200 innerhalb von 3 Sekunden und ich kann es trotzdem gut kontrollieren, Bruder. Was ein hirnverbrannter Kommentar. 31er. Hä? Stimmt, ich habe zwar eigentlich nie was mit JP Performance zu tun, ich gucke mir die Videos kaum an und ich stehe auch nie in Kontakt zu JP Performance, aber ich bin definitiv ein 31er, wenn ich was zu ihm sage. Da hat natürlich auch der Nächste Ahnung studiert. Ich find's so lustig. Ihr tut alles so, als ob ihr zu 100% nach den Regeln lebt. Kein normaler Mensch würde jetzt auf die Idee kommen, ihn der Polizei zu melden, sondern nur die, die ihm nicht gönnen, meiner Meinung nach. Okay, das mit dem Melden kann natürlich sein, da verstehe ich ein Kommentar, das ist schon ein bisschen missgünstig, wenn man ihn daraufhin meldet bei der Polizei. Aber letztendlich sind Regeln dafür da, um sie einzuhalten und wenn man sich dabei filmt, ist man immer der Gefahr ausgesetzt, dass Leute das melden könnten. Und natürlich kann man was auch in seinem Video sagen, wenn jemand einfach 92 km/h zu schnell fährt. Wenn er in der Öffentlichkeit steht, kann ich auch öffentlich was dazu sagen. Genauso könnt ihr auch mich kritisieren, wenn ich irgendeine Scheiße laber. Der Kerl ist ein Rennfahrer, der Kerl ist ein Tuner. Na wie erschreckend, dass er mal Gas gibt. Ja, er hat Mist gebaut. Das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimme ist, dass der deutsche Vorzeigemittelfinger direkt urteilt und seine Weste dabei ganz vergisst. Damals war das Leben noch cool, so ohne Internet, wo sich jeder ungefragt einmischen kann und blind urteilt bzw. richtet. Stimmt, es ist halt einfach nicht weiter schlimm, wenn der Typ einfach mit 142 km/h beispielsweise ein Familienmitglied von dir dort umbrettern würde. Da ist natürlich der deutsche Vorzeigemittelfinger um einiges schlimmer. Und wenn du so ein Problem mit dem Internet hast, dann geh doch einfach nicht ins Internet und vor allem schreib doch nicht noch Kommentare, das ist doch noch viel unproduktiver von dir. Dann kann ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal empfehlen, hol dir am besten eine Autozeitschrift, das ist in der heutigen Zeit auch mega cool. Dann hast du halt auch in diesen Zeitschriften gar kein Problem mehr, wenn Leute darüber urteilen, weil du kannst letztendlich das gar nicht weiter beeinflussen und du brauchst noch nicht mal einen Kommentar schreiben. Also letztendlich bleibt dir die Arbeit sogar erspart. Achso, was ich jetzt noch dazu als Restinformation anbringen wollte, ich habe wirklich eine weiße Weste, was das Autofahren angeht. Also ich fahre jetzt seit mittlerweile 4 Jahren Auto und ich wurde jetzt bisher noch nicht einmal geblitzt, angehalten oder sonst irgendwas. Also ich bin momentan auf jeden Fall gut im Saft.
Nice. Neid und Missgunst feiert Denunziantentum weiter ab. Hoffentlich trifft es dich selbst mal, denn du verhältst dich bestimmt immer beispielhaft. Aber bei so wenigen Abonnenten greift man halt zum letzten Strohhalm. Oh Gott. Also rein vom Fahren kann ich dir schon mal versichern, dass ich mich schon mal relativ gut an die Verkehrsregeln halte und auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalte. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber Bro, ich habe by the way über 80.000 Abonnenten. Findest du das jetzt wirklich wenig? Das Lustigste an dieser Sache ist, ich bekomme immer solche Kommentare geschrieben von Leuten, die halt wirklich null Abonnenten haben. Das ist einfach nur sehr, sehr weird. Ich dachte, die Stasi gibt es in der Heimat des Kanalbetreibers nicht mehr. Ist nur auf Geld für viele Klicks aus. Okay, da brauche ich eigentlich nicht mehr weiterlesen. Hier vergleicht mich gerade jemand mit der Stasi. Sag mal, wie weird ist das eigentlich? Und ja, nun mal so, ein YouTube-Kanal lebt davon, Klicks zu bekommen. Ich selbst mache damit aber halt kaum Geld. Von daher brauchst du dir da schon mal gar keine Gedanken machen. Und ich zeige das auch regelmäßig, dass ich halt wirklich mit meinen YouTube-Videos kaum Geld verdiene. Deswegen bleib immer mal auf dem Boden. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit reich werde. Wer am Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Aber ihr seid alles Gutmenschen, oder wie? By the way, ich sehe da nur 142 Grad Öltemperatur. Oh mein Gott! Also das mit dem Glashaus ergibt schon mal gar keinen Sinn, da ich mich an die Verkehrsregeln halte und sozusagen eine weiße Weste habe, deswegen kannst du mir das nicht vorwerfen. Und what the fuck, wenn das jetzt wirklich die Öltemperatur sein sollte, dann musst du mir mal zeigen, bei welchem Auto das wirklich der Fall ist, dass die Öltemperatur direkt, wenn er aufs Gas drückt, von 50 auf 142 Grad ansteigt. Das ist ein bisschen zu übertrieben, meines Erachtens nach. Sich selber als Alpha der Boss aka Kevin zu bezeichnen, macht dich nicht sympathisch, nicht ernstzunehmendes Kind. Also der Typ, der war wahrscheinlich immer der lustigste in der Klasse, wenn er die größte Ironie einfach nicht versteht. Ich meine, ich sehe aus wie der absolute Spargeltarzan, bezeichne mich als Boss. Natürlich ist das als Spaß gemeint. Diese Menschen, die sind halt absolut lost. Aber da erkennt man halt auch einfach diese Reife von den Menschen, die wir dort auch teilweise schreiben. Und das, obwohl die teilweise wirklich erwachsen sind. Schade, dass du nicht gerade auf der Straße warst. What the fuck, Alter? Mir wird selbst schon der Tod gewünscht. Wegen ein paar Sekunden zu schnell fahren, so eine Welle schieben, das interessiert keinen. Nur euch Kack-YouTuber braucht was für eure Klicks. Okay. Also grammatikalisch war das auf jeden Fall schon mal absolute Topleistung, was du gerade geschrieben hast. Das stimmt, Klicks sind natürlich immer schmackhaft, aber wie viele Unfälle passieren denn wegen überhöhter Geschwindigkeit? Frag doch einfach mal einen Feuerwehrmann, die haben damit schon öfter mal was zu tun gehabt und die werden dir sicherlich nicht sagen, dass es eine geile Sache ist, wenn dort Menschen einfach durch die Lüfte fliegen, indem jemand mit dem Auto erfasst wurde. Junge, weißt du, wie schnell so ein Turbo auf 142 ist? Also kann das doch mal passieren. Stimmt, ich drücke auch immer das Gaspedal durch und wenn ich dann von der Polizei angehalten werde, dann kann das auf jeden Fall mal passieren. Das ist auch immer meine Ausrede. Du tust mir leid mit deinem Skoda. Kannst mal mit meinem Vater im Mustang mitfahren. Spaß. Kannst du nicht. Hat nur zwei Sitze und ich will ja auch mitfahren. Sorry. Jetzt kommen schon die kleinen 10-jährigen Timmys um die Ecke und wollen mit dem Auto der Eltern prahlen. Also das ist auf jeden Fall sehr stark. Verdien du mal bitte dein eigenes Geld und kauf dir mal mit 18 Jahren bitte einen Ford Mustang. Dann können wir auf jeden Fall weiterreden. Deine Meinung interessiert niemanden, du Vogel. What? Bro, what are you talking about, man? Stimmt, ich bin zwar Meinungsblogger mit über 80.000 Abonnenten, aber auf jeden Fall interessiert niemand meine Meinung. Und es ist halt auch nicht so, dass das Video, was ich zu JB Performance gemacht habe, das von den Aufrufen bestgeklickte Video ist auf meinem Kanal. Von daher, starke Sache. Also nicht auf meinem Kanal, sondern von den letzten Videos, die ich rausgehauen habe. Was passieren könnte, bla bla bla. Stimmt, wenn wir so denken, dann brauchen wir keine Regeln, weil dann kann ja jeder mit überhöhter Geschwindigkeit einfach draußen rumrasen. Und erst wenn irgendjemand erfasst wurde, dann wird vielleicht eingesehen, dass man zu schnell unterwegs war. Und das ist halt einfach das Problem. Dementsprechend gibt es Regeln und an die Regeln sollte man sich halten. Ja, das war jetzt eigentlich bloß so ein Bruchteil von den Kommentaren, die ich dort bekommen habe. Also es gibt doch unzählige weitere Kommentare, die wirklich komplett lost waren. Aber ich wollte euch bloß mal aufzeigen, wie wirklich dumm manche Menschen sein können. Und damit meine ich jetzt nicht die komplette Community von JB Performance, denn manche haben auch wirklich konstruktive Kritik dagelassen oder auch zugestimmt bei dem, was ich gesagt habe. Aber es gibt halt wieder einen Bruchteil, die halt wirklich geistig komplett weg waren bei dem Ganzen, was sie da geschrieben haben. Also mir tun die Kommentare halt wirklich weh, wenn man das so teilweise liest und wenn man weiß, da stecken auch erwachsene Personen dahinter. Also, bitte versucht nachzudenken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.